Peter Pöllhuber, ein Jubiläumsspiel. Der Innenverteidiger absolviert das 100. Pflichtspiel im Dress der Lustenauer Austria. Und die Vorarlberger haben sich einiges vorgenommen. Gegen Blau-Weiß Linz haben sie den 5. Heimsieg im Visier. Sascha Boller mit der ersten Chance in dieser Partie. Die 16. Minute, Freistoß für die Gäste. Der Bulgare Nikolov. Und der Ball klatscht an die Stange. Glück für die Hausherren. Nur kurz darauf, nächste Möglichkeit für den Aufsteiger, Thomas Holtschel. Die Lustenaustria ist nicht wirklich präsent, nicht im Spiel drinnen. Blau-Weiß Linz, die klar bessere Mannschaft. Und mit der nächsten Möglichkeit, Philipp Husbeck. Die Lustenauer begnügen sich weiter mit der Zuschauerrolle. David Poljanec legt auf für Boris Arapovic. Ball geht knapp über die Latte. Und so schauen die wenigen Angriffe der Lustenauer aus. Harmlos, ein Schüsschen von Jan Zwischenbrucker. So geht es mit einem schmeichelhaften 0:0 für die Vorarlberger in die Kabinen. Nach der Pause dasselbe Bild. Blau-Weiß Linz hat alles im Griff und einen David Poljanec. Und der trifft den Ball ganz genau in der 48. Minute zum längst fälligen 1:0 für Blau-Weiß Linz. Für David Poljanec das 10. Saisontor. Die Antwort der Lustenauer, ein Freistoß von Sascha Boller. Aber der Linzer Keeper David Wimleitner lässt sich da nicht überraschen. Die 62. Minute. Wieder David Poljanec, Toni Tiporic, der Lustenau-Verteidiger, zu wenig energisch. Und der Slowene ganz überlegt zum 2:0 für Blau-Weiß Linz. Saisontreffer Nummer 11 für David Poljanec. Austria Lustenau erwischt einen ganz rabenschwarzen Tag. Einmal über die rechte Seite, Benedikt Zech in den Rücken der Linzer Verteidiger und Jan Zwischenbrucker vollstreckt zum 1:2. Die erste geglückte Offensivaktion in dieser Partie wird gleich mit dem Anschlusstreffer belohnt. Ist das vielleicht der Weckruf für die Mannschaft von Helge Kolwitzson? Zeit wäre ja noch genug. Aber Blau-Weiß Linz zeigt sich wenig beeindruckt vom Gegentor. Und dann der Pfiff. Schiedsrichter Andreas Heiß gibt Foulelfmeter. Und es ist eine recht harte Entscheidung, denn Pöllhuber trifft Bubenik nicht wirklich. Und David Poljanec verwertet den Strafstoß souverän. Und damit gewinnt Blau-Weiß Linz bei Austria Lustenau hochverdient mit 3:1. Wir waren heute über 90 Minuten die präsentere Mannschaft, haben den Sieg unbedingt gewollt heute und wollten Selbstvertrauen fürs Derby danken jetzt und das ist uns Gott sei Dank gelungen. Wir waren einfach schlecht heute, muss man einfach sagen. Blau-Weiß Linz war einfach die bessere Mannschaft heute. Das, was wir uns vorgenommen haben, wir überhaupt nicht auf den Platz gebracht. Wir haben kein Kombinationsspiel gehabt, wir haben keine klare Pässe gehabt, wenig Laufreudigkeit, wenig Zweikampfstärke. Also da war Blau-Weiß Linz einfach stärker. Vor allem hatten sie einen David Poljanec, erster Mann des Spiels. Der Slowene markiert bereits zum zweiten Mal in dieser Saison 3 Tore in einer Partie.